Mit großem Interesse verfolgte der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer am Mittwoch in Burghausen die Führung durch die bayerisch-österreichische Landesausstellung. Mit seiner Präsenz wurde die Ausstellung mit dem Titel »Verbündet, verfeindet, verschwägert« feierlich eröffnet und der Zeitplan war straff und gut gefüllt. Schon um 14.30 Uhr traf Seehofer beim Belegschaftshaus der Wacker Chemie in Burghausen ein. Bei der Pressekonferenz fand der Ministerpräsident einige persönliche und humorvolle Worte. Ich bin jetzt selbst ein bisschen gespannt, wie diese 1000 Jahre der Beziehungen zwischen euch und uns dargestellt werden. Ich freue mich, Herr Bürgermeister, ich habe gelesen, dass eigentlich vorgesehen war, dass wir zur Burg hochmarschieren, damit Sie uns noch mal vor Augen führen, wie wichtig dieser Aufzug sei. Aber Herr Bürgermeister, wir fahren trotzdem hoch. Ich weiß aber trotzdem, dass der Aufzug wichtig ist. Die Landesausstellung, für Seehofer auch ein Zeichen für die enge Freundschaft zwischen Bayern und Österreich. Wenn man in Oberösterreich ist, immer noch glaubt, man ist ein bisschen in Bayern. Und wie Kreisky immer gesagt hat, es ist schön, wenn man nach Bayern fährt, man ist noch nicht in Deutschland. aber nicht mehr in Österreich. Das ist alles Spaß, Herr Präsident. Also ich will nochmal auf diese Freundschaft hinweisen, die exzellent ist. Ein blindes Verständnis, gleiche Auffassungen, gleiche Zielsetzungen. Mit einem großen Festakt eröffnete der Ministerpräsident im Anschluss die Ausstellung. Neben Bürgermeister Hans Steindl waren unter anderem auch Landrat Erwin Schneider und MdB Stefan Mayer und natürlich auch hohe Politprominenz aus dem Partnerland mit von der Partie. Es wurde deutlich, Burghausen, Bayern und Österreich sind stolz auf ihre Landesausstellung 2012.